gestürzt. Nochmal 5. Funktioniert? Sehr schön. Sie war schon mal ein Stück weiter. Sind die ganz leer? Ja, mach das mal. Ist noch fast keiner da. Wie spät haben wir es? So, also es wäre Zeit für den letzten Vortrag für heute. Barrierefreies Linux. Warten wir noch. Fangen wir an. Bitte schön. Gut, ich warte noch gerade eine Sekunde, bis hier Tür zu ist. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die zu der späten Stunde noch gekommen sind. Mein Thema ist heute, wie wird Linux barrierefrei? Ich will noch zwei, drei Worte zu meiner Person sagen, falls jemand mich nicht kennt, was wahrscheinlich der Fall ist. Ich bin vom Projekt LinAccess bzw. LinAccess e.V. Wir sind gerade in der Gründung begriffen. Bin da erster Vorsitzender und von unserem Verein LinAccess, wo wir auch einen Stand hier auf der FrostCon haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, barrierefrei, also Linux in der Barrierefreiheit zu unterstützen. Also einerseits eine Plattform zu bieten, eine Informationsplattform, um Linux barrierefreier zu machen. Also alles, was es schon gibt an Projekten und so weiter, versuchen wir auch über unsere Webseite, Wiki etc., Mailingliste sozusagen zu kommunizieren und dass man einfach erstmal weiß, was überhaupt schon möglich ist und wo es halt hapert. Mein Vortrag ist dabei auch schwerpunktmäßig eher darauf gelegt, wo es hapert, weil es bringt nichts, jetzt zu erzählen, was alles funktioniert. In anderen Vorträgen habe ich öfters mal einen Fokus auch gesetzt, da habe ich mich sehr in die Details auch in meinem Vortrag vorgetragen, was alles möglich ist. Hier geht es mir aber auch eher daran, weil ja auch der Anteil der Entwickler etwas größer ist, als jetzt zum Beispiel auf einer Cebit oder so. Vielleicht auch erzählen, was der Einzelne, der hier sitzt oder der vielleicht auch übers Internet später die Sachen hört oder wie auch immer am Stand vorbeikommt, machen kann und uns zu unterstützen. Ich will dazu sagen noch, ich selber bin auch stark sehbehindert, bin deshalb auch nicht in der Lage, jetzt zum Beispiel die Folien zu lesen. Habe hier ein paar Notizzettel gemacht und habe meine Freundin als Papagei, die mir vielleicht ab und zu mal hilft, falls ich meine Folien durcheinander komme. Ich habe auch nicht so viele Folien gemacht, weil ich auch niemand hier unnötig mit Details quälen will. Ich möchte den Vortrag zwar schon technischer machen, aber habe mir im Vorhinein gedacht, es geht darum, auch einfach mal zu erklären, was es bedeutet, sagen, darauf angewiesen zu sein, barrierefreie Technologien zu nutzen zu müssen. Gut. Ein Hinweis noch, wenn es Fragen gibt, einfach reinrufen. Das ist das Einfachste für mich. Ich versuche, jede Frage zu beantworten, versuche aber auch im Anschluss des Vortrages nochmal Zeit zu haben, Zeit zu geben für Fragen. Also ich hoffe, dass Fragen aufkommen. Das ist, denke ich, doch, es wird sich dann ergeben. So. Zunächst möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, wer überhaupt ein barrierefreies Linux braucht. Also ich bin der Meinung, dass es sozusagen nicht nur jemand nützt,
der irgendwie blind ist oder der ja, offensichtlich irgendwie ja, sozusagen in die der Kategorie behindert gerne eingestuft wird, dass nicht nur denen das nutzt, dass Linux barrierefrei wird. Erstmal ist behindert und nicht behindert ein sehr schwieriger Begriff. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Zum Beispiel die ganzen Technologien, zum Beispiel eine Vergrößerung, worauf ich noch eingehe, nutzt natürlich auch vielleicht älteren Menschen. Oder es gibt, denke ich, auch viele, die einfach aus Bequemlichkeit sich zum Beispiel meine E-Mail gerne vorlesen lassen oder so. Das sind letztendlich ja erstmal Sachen, die an sich sozusagen unter diese Rubrik Barrierefreiheit fallen, aber auch anderen zugutekommen. Deshalb sehe ich das halt so, dass die Sachen, die wir unterstützen, nicht nur irgendwie ein kleiner Minimum an Leuten zugutekommt, sondern vielen zugutekommt. Und das zeigt sich halt auch immer wieder, wie viele Leute das dann auch wirklich nutzen. Nicht nur ich oder Kollegen von mir, die ohne diese Hilfsmittel faktisch gar nicht mit dem Rechner arbeiten können. Ist eins weiter? Ja, gut. Zuerst möchte ich ein paar Worte zu verlieren, was für Hilfsmittel es gibt. Da gibt es ganz verschiedene, habe ich hier alle möglichen aufgezählt. Dem einen oder anderen sagt das was. Ich würde einfach mal gerne fragen in die Runde, wem sagt denn der Begriff Screenreader was? Also, ungefähr die Hälfte. Gut. Das ist ja schon mal was, sozusagen. Ich werde gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen und ich habe auch vor, wenn die Zeit reicht, vielleicht mal kurz den Screenreader unter Linux vorzuführen, der auf der grafischen Oberfläche gibt. Und dazu kann man erstmal sagen, Screenreader an sich ist erstmal eine normale Applikation, die den Bildschirm analysiert, also die Informationen von den einzelnen User-Interfaces aufnimmt und weitergibt an dieses Programm, was sich Screenreader nennt. Also, und dann zum meistens entweder Sprachausgabe, was auch gerade im amerikanischen Raum verbreiteter ist, weil dann nämlich die sogenannte Braillezeile, welche im europäischen Raum gerade bei blinden Benutzern öfters auch verbreitet ist, genutzt wird. Also eine Braillezeile ist auch freundlicherweise, wird uns Adriane Knopper, die Frau von Klaus Knopper, ihre Braillezeile zur Verfügung stellen, beziehungsweise sind beide da, um mal zu zeigen, was eine Braillezeile ist. Ich will auch gar nicht jetzt in die Details gehen, wie sowas mechanisch funktioniert oder so. Es ist halt erstmal ein Ausgabegerät, wo man taktil mit den Fingern den Bildschirm auslesen kann, sozusagen, als Alternative zur Sprachausgabe. Ist eine teure Geschichte, wird Gott sei Dank noch von Krankenkassen bezahlt, zumindest in der Erstanschaffung, aber da kommen wir schnell mal in den fünfstelligen Bereich, was so eine Braillezeile angeht, Euro-Bereich. Alternative dazu ist eine Vergrößerungssoftware, da gibt es unter Linux ein, zwei Projekte, Produkte, wie auch immer man es nennen möchte. In der MS-Welt gibt es da auch ungefähr 3-4 Systeme, die sozusagen sich da den kleinen Markt kloppen. Da muss man sich das vorstellen, dass es im Idealfall so eine Vergrößerungssoftware den gesamten Bildschirm vergrößert und man in dem Bildschirm in der Vergrößerung man arbeiten kann, man kann Sachen invertieren, man kann Schriften glätten lassen, man kann ein Fadenkreuz einblenden lassen, damit man eine bessere Orientierung hat. Viele Sehbehinderte haben ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld. Das heißt, sie sehen nur einen kleinen Bereich scharf.
Das kann, dafür ist ein Fadenkreuz zum Beispiel sehr sinnvoll, weil es eine sehr klare Markierung bietet. Genauso wichtig ist, dass der Mauscursor mal zentriert ist. Was hilft einem das, wenn man sozusagen nur einen kleinen Ausschnitt sieht und der Mauscursor ist links oben in der Ecke und man verliert den Überblick? Das ist ein wichtiges Feature, was unterstützt werden muss. Andere Hilfsmittel, will ich eigentlich nur zwei Wörter noch zu sagen, gibt es halt auch für körperbehinderte Leute, die zum Beispiel nur mit einer Hand arbeiten können. Da gibt es verschiedene Tools, auch unter KDE, unter GNOME und so weiter und so fort. Und wir haben so ein bisschen unseren Schwerpunkt auf Leute halt mit Sehschädigung, weil wir selber unserem Projekt da hauptsächlich Leute haben. Wir hoffen aber auch durchaus zukünftig.